Ja, Freunde, jetzt melde ich mich nochmal am Abend zu Wort. Baumann äußert sich zu dem ganzen Di Santo-Drama, sage ich mal, was seit gestern so relativ groß gemacht worden ist, beziehungsweise auch relativ viele verschiedene Nachrichten kamen, verschiedene Meinungen aufeinander geprallt sind. Denn die einen hätten sich gefreut über Di Santo, die anderen eher weniger. Wundert euch nicht, dass hier ein One-Taker-Video. Bin eigentlich schon Richtung gleich Schlafenszeit. Morgen wieder früh aufstehen. Ich möchte natürlich eure Meinung unbedingt erstmal dazu auch hören. Schreibt in die Kommentare, hättet ihr euch über Di Santo gefreut oder eben nicht? Was sagt ihr zu dem Ganzen? Und lasst auch gerne nochmal ein Däumchen nach oben da für den Support. Kuss geht raus an der Stelle. Ich erzähle euch kurz, was jetzt rausgekommen ist. Also Frank Baumann bzw. Di Santo hat ja die Behauptung aufgestellt gehabt, dass er mehrmals versucht hat, Frank Baumann zu kontaktieren, hat aber nie einen Rückruf bekommen und auch keine Antwort darauf bekommen, dass er ja eben zu Werder kommen wollte und auch eben auf Gehalt verzichten wollte. Hauptsache, er kann beim praktisch Wiederaufstieg oder beim Kampf um den Wiederaufstieg helfen. So, und er würde es lieben, wieder für Werder zu spielen, hat sich aber so ein bisschen gekränkt gefühlt, dass er eben nie eine Antwort bekommen hat. Jetzt hat Frank Baumann sich aber dazu geäußert, hat gesagt, dass Franco Di Santo wahrscheinlich eine alte Handynummer von ihm hatte und deswegen auch Baumann nicht erreicht bekommen hat. Aber dass diese sogenannten Dritte, die ja auch schon von Di Santo erwähnt worden sind, also praktisch Kontaktleute, Vertragspartner, Manager, wie auch immer, wurde das Ganze weitergeben an Frank Baumann, dass eben Di Santo dieses Interesse hatte. Und Frank Baumann hat da eben auch zurückgeben lassen, und auch eine Antwort an Di Santo geben lassen, dass kein Wechsel für seitens Werder in Frage kommt. Heißt, er hatte sich dazu geäußert gehabt, Di Santo hatte seine Antwort bekommen oder die Dritten haben das dann eben nicht weitergeleitet. Aber laut Baumann hat Di Santo seine Antwort eben bekommen gehabt. So, ist natürlich für alle Seiten so ein bisschen blöd, weil die Formulierung von Di Santo dann, glaube ich, ein bisschen unglücklich war und das erneute Kritik wieder an Baumann auch gebracht hat von dem einen oder anderen. Seitens von mir nicht. Ich habe ja auch gestern schon gesagt, gestern schon fraglich gesehen. Ich hätte Di Santo nicht gerne zurück in Bremen haben wollen. Sage ich euch schon ehrlich, ich weiß, der eine oder andere wird jetzt nicht meine Meinung sein und sagt, das ist lange her und so weiter. Ja, alles schön und gut. Aber bei mir war es damals wirklich so, es war am Tag der Fans, wo Di Santo gegangen ist. Ich habe mich extrem noch gefreut auf Di Santo. Es gab eigentlich vorher noch so dieses Wort, wie lange wird Di Santo bleiben, Vertragsverlängerung etc. Dieser Ablauf von dem Wechsel war völlig unterirdisch und den haben auch sehr, sehr wenige verstanden. Vor allem, wenn Di Santo sich dann dahin stellt und gesagt hat, er ist nicht des Geldes wegen gegangen, aber ja, der Vertrag war besser bezahlt. Weswegen bist du dann genau gegangen? Also, ja, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass da ein Riesenunterschied zwischen Schalke und Werder war von dem, was man vielleicht hätte erreichen wollen zu der Zeit. Aber gut. Ist ja jetzt auch, wie gesagt, eigentlich egal. Da können wir nämlich tatsächlich sagen, das ist Vergangenheit. Baumann hat das Ganze aufgeklärt. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt, also die Leute, die gestern auch so verdutzt waren wie ich, auch nochmal aufklären. Und checkt gerne nochmal den Talk mit Kesti ab. Schalke Update, jetzt Königsblau TV, am langen Schalke Talk gemacht. Und den findet ihr ja, als letztes Video, also der letzte Upload. Bis dahin, jetzt euch einen schönen Abend bzw. gute Nacht und kommt gut durch die Woche.